Hey Leute, ihr wolltet mehr Bücher-Reviews und ich habe ein tolles Buch für euch. Wir wollen es reviewen. Fight Club ist ein Kultklassiker, aber wir wollen einen Schritt weitergehen und das Buch nicht nur reviewen, sondern es auch vergleichen mit dem Film Fight Club und schauen, welches Medium besser mit dem Stoff umgeht. Fight Club ist eines der allerersten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich glaube, das allererste Buch war Der Idiot von Dostojewski, dann Siddhartha und dann Puschkins Geschichten und dann Bukowski und dann kam auch schon Fight Club. Und Fight Club hat eine besondere Rolle gespielt in meinem Leben als Bücherleser. Es hat mich erstens inspiriert und zweitens dazu gebracht, mehr Bücher lesen zu wollen. Nicht nur mehr Bücher, sondern auch mehr Drehbücher und Skripte. Und in dieser Hinsicht hat dieses Buch tolle Arbeit geleistet. Ein Buch, das nicht inspiriert, das lohnt es sich auch nicht, ein weiteres Mal anzuschauen. Dennoch gibt es ein paar Kritikpunkte am Buch, über die ich gleich sprechen möchte. Lasst uns aber erst einmal über die guten Sachen im Buch sprechen. Nummer 1. Es ist einfach geschrieben. Man hat wirklich das Gefühl beim Lesen des Buches, man liest nicht einen Roman, sondern wirklich ein Drehbuch mit sehr, sehr vielen Absätzen, sehr, sehr vielen kurzen Sätzen. Es ist ein angenehmes Leseerlebnis, Leute. Ich bin sowieso dafür, dass Autoren öfter Absätze benutzen. Und dadurch, dass ein Satz manchmal nach einem Absatz kommt und ganz alleine steht, manchmal stehen wirklich nur drei, vier Wörter in einer Zeile, das gibt einem Satz irgendwie neues Gewicht und eine neue Betonung. Das finde ich großartig. Das macht dieses Buch gut. Ich bin sicher, dass das teilweise auch dem Zweck dient, ein paar Seiten zu füllen. So kennen wir das von den Amerikanern. Aber it's okay. Lesen ist einfach mit diesem Buch. Und ich war damals jemand, der nicht gut lesen und nicht gut vorlesen konnte. Ich habe oft gestottert und so weiter. Aber dieses Buch hat mir ein bisschen Mut zugesprochen und mir gezeigt, dass ich das auch relativ gut kann. So. Erster Vorteil, es ist einfach geschrieben. Zweiter Vorteil, es ist relativ spannend. Junge Leute lesen wenig. Und wenn dann so ein Buch kommt wie Fight Club, das schon so einen coolen Titel hat, wo es um Action geht, wo Leute die Grenzen ihres Körpers austesten, die Grenzen der Philosophie erkunden, dann denkt man sich doch, wow. Das ist cool, das macht Spaß. Das ist nicht so ein Ding wie Goethe, obwohl Goethe der 100-mal bessere Schriftsteller ist. Goethe ist halt nicht geeignet, um junge Leute zu interessieren für Literatur und Lyrik. Aber so ein Pop-Klassiker, Pop-Kultklassiker ist da viel besser für geeignet, um Leute reinzuholen in die Welt der Literatur. Und wenn ich das nicht gelesen hätte, wer weiß, ob ich mich jemals in Goethe vertieft hätte, meine Freunde. Ganz einfach. Das hier ist ein Türöffner für junge Leser, deswegen Pluspunkte dafür. Zweitens, es ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Toller Pluspunkt, Leute. Ich liebe Bücher, die in der Ich-Perspektive geschrieben sind, obwohl, wenn ich selber schreibe lieber in der dritten Person. Das gibt einem nochmal viel mehr erzählerische Mittel in die Hand. Man kann viel mehr Situationen viel besser beschreiben. Aber die Ich-Perspektive ist auch so ein Grund, der dafür gesorgt hat, mich einzusaugen in diese Welt. Ich lese das und ich habe das Gefühl, ich mache das durch, was die Hauptfigur durchmacht. Und das gelingt diesem Buch auf wirklich einzigartige Art und Weise. Der weiß, wie man den Leser abholt. Toll gemacht. Die Zeilen sind so energiegeladen teilweise und auch dieses Benutzen der Ich-Perspektive in Kombination mit diesen vielen Absätzen, die eine besondere Betonung haben. Das erzeugt auch einen starken Sog. Die Hauptfigur identifiziert sich oft mit Organen. Und er verleiht diesen Organen manchmal eine gewisse Emotion, um seine eigenen Emotionen auszudrücken. Sagt er manchmal, ich bin Jims kochende Gallenblase. Ich bin Jims schlagendes Herz. Und so versucht er manchmal, statt mit sich selber vernünftig über Gefühle zu sprechen, versucht er sich in Form von Organen damit zu identifizieren. Einfach absurd. Manchmal identifiziert er sich auch mit ägyptischen Königen. Er sagt, ich bin Ramses. Sowas kommt auch manchmal vor. Und
Er benutzt eben eine lebhafte Sprache. Das finde ich ziemlich cool. So, was noch? Wir haben coole Plot-Twists. Wir haben relativ kurze Kapitel. Das finde ich ganz gut. In der Einleitung wird gesagt, Fight Club ist nichts weiter als eine moderne Interpretation von The Great Gatsby. Damit bin ich nicht einverstanden. The Great Gatsby ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe es in- und auswendig gelesen. Ich habe es studiert. Aber viel von The Great Gatsby sehe ich darin nicht. Jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten des Buches. Und zwar gefällt mir der Umgang des Autors mit Symbolen nicht so gut. Manchmal werden viele Symbole und Gleichnisse sehr, sehr plakativ dargestellt. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ein junger, nackter Mann am Strand Holzstämme sammelt und sie in den Boden rammt in einer bestimmten Konstellation, sodass, wenn das Licht auf diese Holzstämme trifft, Schatten wirft, die aussehen wie eine Hand. Und dann fragt die Hauptfigur natürlich, warum machst du das? Und als Antwort kommt etwas super Schmalziges und Plakatives. Dieser nackte Mann sagt, ich mache das, damit diese Hand zu sehen ist, damit ich ein paar Sekunden Vollkommenheit genießen kann, bis die Sonne ihre Schatten wieder in eine andere Richtung bewegt und die Hand verschwindet. Das soll mir einfach zeigen, dass Vollkommenheit immer nur ein paar Sekunden andauert. Ich finde das ultra schmalzig, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass der Film auf diese Szene verzichtet. So. Das nächste, was mir nicht gefällt, ist, dass hin und wieder ein paar Szenen mit einbegriffen werden, die die Handlung nicht unbedingt voranbringen. Das ist ein zwiespaltiger Kritikpunkt. Ich finde, nicht jede Szene muss dafür da sein, um die Handlung voranzubringen. Wir sind keine Dramatiker, wir sind Romanautoren und Romanautoren können auch mal ruhig die eine oder andere Szene extra mit einbringen. Deswegen diesen Kritikpunkt nur in Klammern. So, der zweite Kritikpunkt ist der Reread Value. Ich habe nicht oft das Bedürfnis gehabt, dieses Buch noch einmal zu lesen. Ich habe es in meinen jungen Jahren sehr, sehr oft gelesen, aber heutzutage greife ich gar nicht mehr dazu. Was auch nicht schlimm ist, es hat seine Funktion zu der damaligen Zeit erfüllt. Und das ist der Punkt, Leute. Dieses Buch scheint mehr für jüngere Leute geeignet zu sein. 16, 17, 18, vielleicht noch 20. Für diese Zielgruppe ist das besser geeignet als für Leute, die 30, 35, 40 sind. Deswegen empfehle ich Fight Club auch immer jungen Leuten, die ins Lesen einsteigen wollen. Dieses Buch wird euch abholen, ich verspreche euch das. Noch eine Sache zu der plakativen Art, umzugehen mit Gleichnissen und Symbolen. Ebenfalls plakativ und in your face finde ich ein paar Aussprüche, und zwar wie zum Beispiel die Konsumkritik. Ein großes Motiv, ein Leitmotiv in dem Buch. Die Konsumkritik wird sehr, sehr direkt angesprochen. Ich hätte mir das etwas unterschwelliger, etwas indirekter gewünscht, weil große Botschaften sollte man nicht mit einer Trompete verkünden, sondern man sollte dem Leser Zeit geben, sie selber zu entschlüsseln. Und dann tauchen immer so Sätze auf, die dieses Buch auch berühmt gemacht haben. Sätze wie, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Sowas ist natürlich ein Satz, der ins Ohr reingeht und dort auch bleibt. Aber auf langer Sicht finde ich, das ist ein bisschen einseitig gedacht. Aber auch das ist okay. Allgemein gibt es in dem Buch viele Ohrwürmer, Sachen, die im Kopf bleiben. Zum Beispiel die ritualhafte Wiederholung der Regeln des Fight Clubs. Regel Nummer 1, wir reden nicht über den Fight Club. Regel Nummer 2, wir reden nicht über den Fight Club. Sowas finde ich genial, sowas finde ich toll. Wenn eine beschwörende Formel aufgesagt wird, mehrmals, das finde ich gut, das finde ich sehr, sehr gut. Also ihr merkt, die Kritikpunkte sind relativ bescheiden. Sie sollten euch auf keinen Fall den Spaß am Buch versauen. So, was finde ich jetzt besser, den Film oder das Buch? Meine ehrliche Meinung ist, ich finde den Film besser. Das hat mehrere Gründe. Erstens, es werden manche Szenen, die im Buch unnötig waren, rausgelassen. Zweitens, ich finde die Art und Weise, die Bildsprache im Film finde ich wunderschön. Wir bekommen manchmal so random Einschübe von Figuren zu sehen, die dort nichts zu suchen haben. Random Einschübe allgemein. Und
Auch die Art und Weise, wie die Figuren gekleidet sind. Das Outfit von Tyler Durden ist ikonisch. Es sieht toll aus. Diese rote Lederjacke, diese Frisur. Der Typ hat einfach Stil, ist super charmant. Und ich finde, der Charme von Tyler Durden kommt im Film sehr, sehr viel besser zur Geltung als im Buch. So, das nächste, was ich am Film besser finde, ist neben den schönen visuellen Qualitäten auch die Hauptfigur. Die ist eine Person, in der man sich besser reinfühlen kann als die Figur im Buch. Wobei man auch darüber streiten kann, denn diese Ich-Perspektive, die im Film durch einen Voice-Over realisiert wird, diese Ich-Perspektive ist manchmal doch etwas stärker. Da müsst ihr selber entscheiden, was zieht euch mehr in den Bann. So, das allerletzte, was ich sagen möchte, ist, dass der Film ein bisschen overhyped ist. Viele Leute denken, der Fight Club ist der beste Film aller Zeiten. Das stimmt natürlich absolut gar nicht. Fight Club ist ein guter Film, ein Kultfilm, aber der beste Film aller Zeiten, da gibt es 20 Titel, die mindestens davor sind. Mindestens 20 Titel. Ich würde sogar sagen, 50 Titel sind vor Fight Club, wenn es darum geht, die besten Filme herauszukristallisieren. Deswegen muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das ist alles, was ich sagen wollte, Leute. Das Ende von Fight Club, das wollte ich noch sagen, ist ein bisschen unbefriedigend. Das war's. So viel dazu. Entscheidet selber. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr ins Lesen reinkommt, greift zum Buch. Ihr werdet es lieben. Ihr werdet mir später danken. Genug davon. Schreibt mir, was für Bücher-Reviews ihr euch noch wünscht. Bis bald.